Es ist der Vorabend zum ersten Advent. Eine Adventszeit, die in diesem Jahr so ganz anders ist, als wir es eigentlich gewohnt sind, als wir es uns vielleicht auch erwünscht und erhofft haben. Eine Zeit, in der wir noch einmal in ganz anderer Weise auf uns selbst zurückgeworfen werden und vielleicht auch gerade dadurch, dass vieles nicht mehr so möglich ist, merken, was uns eigentlich fehlt und an was uns etwas liegt. Musik, Gedanken, Besinnung, sich nach innen wenden, all das gehört zur Adventszeit hinzu. Und auch wenn wir unsere erste Adventmusik im Weihnachtswald nicht so durchführen dürfen, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten, wollen wir dennoch etwas in die Welt geben, etwas hören lassen, etwas mitgeben, was diese Stimmung zum Advent, was diesen Weg in die Adventszeit hinein ebnet und bereitet. Diesmal geht es eben nur auf dem digitalen Wege, aber dennoch, es kann sich überall ausbreiten, wo es will und wo es gehört wird. Heute, bei unserer ersten Adventsmusik, stehen im Mittelpunkt die Glocken. Unterschiedliche Glockenklänge, unterschiedliche Verbindungen, Bilder, die uns mit Glocken in Verbindung bringen. Wir wünschen eine gute Zeit beim Zuhören, beim Mitschwingen, beim in Resonanz geraten und wir wünschen allen, die uns zuhören und zuschauen, eine dennoch lichtvolle und glückliche Adventszeit. Glockenklänge. Die Glocke ruft. Weit trägt ihr Ton über das Land, die Stadt, durch die geschlossenen Fenster hindurch, zu den Menschen. Hören wir sie? Manchmal gibt es Klänge, die gerade weil sie so vertraut sind, in die Unauffälligkeit des Selbstverständlichen abgleiten. Der Glockenklang hat seinen Rufcharakter verloren. Manchmal stört er sogar den einen oder die andere, weil er die Ruhe durchbricht. Nur, wenn wir uns sonntags auf den Weg zur Kirche machen, mag der Glockenklang noch etwas Willkommenheißendes haben. Wozu aber ruft uns die Glocke? Früher strukturierten die Glocken den Tag, kündeten den Menschen die Zeit, die noch nicht daran gewöhnt waren, ständig auf ihre mitgetragenen Uhren zu blicken. Jetzt ist es Zeit, innezuhalten, so riefen die Glocken. Sprich ein Gebet. Gedenke, dass du sterblich bist und deine Zeit vergeht. Wollen wir heute noch einen solchen Ruf vernehmen? In unserer Welt hat das Innehalten wenig Raum und kaum Beachtung mehr. Aber auch, wenn sich in dir keine Worte zum Gebet formen mögen, tut es doch gut, einmal im bewussten Sinne aufzuhören. Das, was dich beschäftigt, zu unterbrechen, aufzutauchen aus dem Dahinströmen des allzu Gewohnten, bewusst innezuhalten. Dann auch
kannst du aufhorchen, wahrnehmen, wie der andere Klang dich berührt, dich umhüllt. Und einen Augenblick des Andersseins ermöglicht. Im Tönen der Glocke schwingt eine andere Zeit. Eine Zeit, die die Wände der Pflicht und des Eingebundenseins auseinanderrückt und Freiraum schafft. Für all das, von dem du plötzlich spürst, dass es auch zu dir gehört. Was aber erklingt hier? Ein Ahnen von einer tiefen Verbundenheit über alle Zeit hinaus. Ein Rühren an das alle Zeit Überdauernde. Ein Berührtwerden von alten Rückbindungen, die tragen und halten, und ein Angewehtwerden von dem unfasslichen Raum des Heiligen, der dich umgibt und durchdringt und dich wissen lässt, dass du eingebunden bist in die Kraft des Lebens. Thank you.
Klangschalen. Eine Schale voller Klang. Schon schweigend wohnt Klang in ihr, unangerührt in der Stille. Wie jedes Gefäß bietet sie eine aufnahmebereite Öffnung dar, wartend, was ihr zu tragen und zu bewahren anvertraut wird. Ein uraltes Kulturgut scheint durch sie hindurch. Weibliche Kraft des Hütens und in sich Fassens. Verbindung von Nahrung, Ritus, Kunst und tönende Verwandlung. Wird sie dann in Schwingung versetzt, erfüllt der Klang ihr ganzes Innenleben, ihr bergendes Rund, und breitet sich darüber hinaus immer weiter aus, in wachsenden Ringen, Wasserkreisen gleich, die dem geworfenen Stein in eigenem Reigen folgen. Alles gerät mit in Schwingung, erzittert im Berührtwerden. Der Boden, die Luft, der Körper, der innerste Sinn. Das Ertönen des Klangs ist der Beginn einer nach außen kaum wahrnehmbaren Bewegung, die umso eindringlicher alles um sie herum ergreift. Was wird aus der Luft, wenn sie bronzentönend in Schwingung gerät? Was verändert sich, wenn der um sich selbst gezogene Klang den gesamten Raum erfüllt? Was geschieht mit mir, wenn ich Teil werde und ergriffen bin vom Klang? Es ist, als berühre die eigene Schwingung mein Ohr, meine Haut, meine Grenze zur Welt und gelangte dann ohne Hindernis in mein Inneres, das einer Schale gleich in antwortbereiter Resonanz mitschwingt. Auch in mir breiten sich die wachsenden Ringe aus, weiten sich, lassen mich groß werden. Und alles, was kurz zuvor noch in klarer Trennung innen und außen schied, wächst nun zusammen, verbindet sich, erklingt mit den Wellen jenes Klangs, der sich erhoben hat. Mein eigener Klanginnenraum wird angerührt, bewegt und füllt sich mit durchtönter Schwingung. Wellenrhythmus erfasst mich, zieht mich auf und ab und lässt mich immer weiter werden, immer größer, bis an den Rand meines Wahrnehmungsvermögens, dorthin, wo an der Grenze zu dem auflösenden Nichts ein allumfassendes Durchflutetsein ersteht.
Klinge. Ich werde durchtönt und ich fühle mit jäher Intensität, dass ich da bin. Da in der ewigen Präsenz des erklingenden Augenblicks. Chimes. Ein einzelner Ton, in sich schon vollkommen, trägt am Ende seines Verklingens den Wunsch nach Ergänzung, Fortführung mit sich. Das Beglückende einer Erweiterung, eines aufnehmenden Weiterführens wird hier erfahrbar. In der Musik spüren wir es als Sehnsucht nach einer Melodie, so wie wir es im Leben spüren, als Wunsch nach einem nahen Menschen, einem Gesprächs-Du, einem Freund, einer Liebsten. Erklingt dann ein zweiter, dritter Ton, entsteht so nach und nach eine Melodie. Dann erleben wir das als eine eigene Stimmigkeit und Ganzheit. Jede Melodie beginnt bei dem einzelnen ersten Ton, der wie eine Verheißung klingt. Es wird weitergehen, sich fortspinnen, zu Gehör kommen. Schon mit dem zweiten Ton entscheidet sich etwas Wichtiges.
entsteht eine Reibung, eine Dissonanz oder eine harmonische Ergänzung. Wird hier ein weiter Raum eröffnet oder ein kleiner Kreis gezogen? Wird ein großer Sprung getan oder geht die Melodie schrittweise voran? Und schließlich, wie gelangt die Melodie an ihr Ende? Wie führt sie uns zu einem guten Abschluss? Wenn wir das Gefühl haben, dass sich hier etwas rundet, sich vervollständigt, dann ist es gut. Am schönsten ist es, wenn wir die Melodie behalten können. Wir kennen ihren Verlauf, folgen ihrem Auf und Ab und kehren mit ihr wieder heim. So manche Melodien begleiten uns ein Leben lang. Da sind die Kinderlieder, die wir von früh an gehört haben. Lieder aus der Schule, aus Chören, Lieblingslieder und verschollene Weisen. Wir tragen sie in uns und mit uns, manchmal im Verborgenen, aus dem sie mit aller Klangkraft entstehen, wenn sie berührt werden. Solche Melodien verbinden uns mit dem, was uns trägt und hält. Mit unserer Herkunft, den selbstgewählten Kreisen, den empfundenen Zugehörigkeiten. Wir schwingen mit in unserer Lieblingsmelodie und vielleicht sind wir selbst ja ein Ton einer Melodieabfolge, die wir nach und nach erfassen? Wie, wenn unser ganzes Leben einer Melodie gliche, einer sinnvollen und notwendigen Abfolge einzelner Situationen, die aufeinander bezogen, ineinander spielen. Dann könnten und sollten wir lernen, sie zu singen. Immer wieder und immer weiter, damit sie in allen Wendungen zu erklingen vermag und uns mitnimmt in ein immer wieder von vorne beginnendes Erklingen unserer Seelentöne.